Nur ein Gläubiger fürchtet ihn und nur der Heuchler fühlt sich vor ihm sicher. Deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, müssen wir schauen, wo wir sind, wo unser Zustand ist. Fürchtest du Allah oder fürchtest du Allah nicht? Fürchtest du Allah, wenn du alleine bist, wenn du vor dem Internet bist, wenn du alleine bist vom Fernseher? Fürchtest du Allah, wenn du alleine die Straßen entlang gehst? Fürchtest du Allah, wenn du glaubst, ungesehen zu sein? Oder fürchtest du Allah nicht? Zählst du zu denjenigen, die Allah auch dann fürchten, wenn sie alleine sind? Oder zählst du zu denjenigen, die ihre gesamten Taten zerstören und kaputt machen, dadurch, dass, wenn sie alleine sind, sich den verbotenen Dingen zuwenden? So sagte der Prophet in einem Hadith, alaihissalam, über diejenigen, die so aussehen wie du und ich, ja, eine Muslime, aber ihre Taten zugrunde gehen. Warum? Weil, wenn sie alleine sind, wenn sie alleine unbeobachtet sind, sie sich dem Haram zuwenden. Wenn sie anfangen, das Internet aufzumachen und die verbotenen Bilder sich anschauen, ganz gleich ob Bruder oder Schwester. Auch bei Schwestern gilt genau dasselbe, ausnahmslos. Genau dasselbe, die verbotenen Dinge, dann, wenn man alleine ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu verhelfen, dass wir von den Sünden wegkommen. Wir beenden mit dem Bittgebet über die Fittern. So sagte der Prophet alaihissalam, sucht Zuflucht vor den Fittern, den verborgenen und den offenkundigen Fittern. O Allah, wir suchen Zuflucht bei dir vor den Versuchungen, den offenkundigen und denen, die verborgen sind. Habe ich etwas Gutes gesagt, war es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, war es von mir und von dem Shaitan? Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.